Und wieder beginnen wir mit einer Fehlermeldung. Diesmal auch nicht anders als sonst. Bin im falschen Fenster. Okay, hier. Gut, es regnet und ja, da sind wir also jetzt. Wir haben unseren großen Friedhof hier angelegt. Wir haben nur Niedrigenergiehäuser zugelassen bis jetzt in unserer Stadt. Dafür haben wir noch ein ziemlich stinkiges Industriegebiet hier mit ein bisschen Klärwerk und Gedöns und ein neues Forstwirtschaftsgebiet. Leider ist das Waldgebiet, das wir hier ausnutzen können, ein bisschen sehr klein, aber dafür haben wir hier eine neue Landwirtschaft hingebaut, die uns auch ein bisschen den Bedarf an Industriegebieten deckt. Ja, hallo erstmal und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge City Skylines. Und zwar mit der wunderschönen Stadt Sherman, Illinois, wo wir bis jetzt noch keine größeren Probleme haben. Hier ist irgendwas, wahrscheinlich zu wenig Leute in der Stadt oder so, wie wir hier auch sehen unten an dem großen Wohngebietsbedarf. Das können wir relativ leicht beheben. Wir haben hier noch ein ziemlich großes Gebiet, obwohl wollten wir das nicht leer lassen und da vielleicht am Ende noch ein College oder sowas hinbauen. Erstmal schauen wir, wie weit unser Niedrigenergiehausgebot geht. Nicht so weit. Wenn wir an der Seite anbauen, müssen wir das noch vergrößern. Sonst bauen die da normale Energieverschwendungsbuden mit Heizölheizung. Guti. Wollen wir hier die Einbahnstraßen weiterbauen oder fangen wir hier mit ganz normalen Straßen an? Also hier machen wir mal ganz normal. So, die hier auch. Bis hier. Dann bauen wir hier mal ganz normale Querstraßen. Ist immer noch, warte mal. So. So ist gut. Das ist ein ziemliches Gewitter. Und zwar nicht in Neuss. Da ist nicht das Gewitter, sondern hier bei uns in unserer kleinen Stadt. Okay. Müssen wir so rum. Und so rum. Zack. Und dann bauen wir hier wieder die vereinzelten Doppelstraßen hin. So, damit wir das mit dem Wenden leichter haben hier. So, das sieht doch schon mal recht schön aus. So, jetzt können wir natürlich noch den einen oder anderen Park hier hinsetzen, weil hier sieht das jetzt auch nicht so besonders toll aus. Hier vielleicht ein paar Parks an der Seite. Das John Bender Nature Reserve has reached Level 2. Gratulation. Okay. Können wir hier vielleicht noch einen hinbauen? So. Bringt das was? Ja, die werden alle ein bisschen früher. Ah, siehst du, da, das hat was gebracht. Sehr gut. So, jetzt können wir im John Bender Nature Reserve können wir hier diese lustigen Aussichts... Ach, scheiße. Jetzt haben wir uns die Straßen eingerissen damit. Lustigen Aussichtsplattformen bauen hier. Ja, ja, ja. So. So. Und hier bauen wir noch eine. Machen wir die mal hier hin. So. Und das kann hier gut hin. Gut. Und jetzt müssen wir die Straße wieder ausbessern.
beziehungsweise den Wanderweg. So, haben wir jetzt genug? Ja, 700 von 500, das reicht. Wunderbar. Dann können wir hier... Achso, wir wollten hier auch noch so einen Park hinbauen, irgendwas. Tennisplatz zum Beispiel, damit die schön einen Tennis spielen können, die Leute. So. Und Hundefreilauf? Nee, das ist Bouncy Castle. Wir hatten noch einen Hundefreilauf, hatten wir auch, oder? Hundepark, wo ist der? Small Park, Small Playground. Playground ist nie verkehrt, weil man wird ja wahrscheinlich hier auch Kinder haben in dieser Stadt. Large Playground, Botanical Garden, Japanese Garden, Dog Park, da ist der Hundefreilauf. Zack. Okay. Und wir bauen natürlich noch den Löffelwald hier hin, weil, keine Ahnung, Schermer braucht den. Und vielleicht einen kleinen Statuenpark hier. So, das sollte erstmal reichen an Parks. Ja, hier können wir auch was hinbauen. So, und dann brauchen wir natürlich noch Wasser. So. Trinken Sie Ihr Wasser, solange es das noch gibt. Haben wir eigentlich schon eine Highschool gebaut? Ja, ne? Das ist eine Highschool, okay. Was ist das hier? Ist das, das ist auch eine Highschool. Ah, wir brauchen eine neue Highschool. Dann bauen wir mal so eine hier. Können wir ein bisschen weiter reinbauen, damit die nicht so nah an der anderen Highschool ist. Haben wir gleich mehrere Gebiete gut abgedeckt. Brauchen wir Elementary Schools? Nein, wir bräuchten aber demnächst... Aber ich meine, wir könnten hier so eine kleine Universität bauen. Könnten wir machen. Wäre durchaus drin. Ist machbar. Kann man. Könnte man. Könnte man tun. Aber wir warten lieber, bis wir die richtigen Universitäten bauen können mit Universitätsgelände und so. So, jetzt haben wir hier schon wieder jede Menge Leerstand. Was ist hier los? Abandoned. Warum? Not enough workers. Ich habe doch gerade hier ein Gebiet gebaut, wo wir einziehen können. Und da ist auch wenig Nachfrage nach gerade. Das verstehe ich nicht. Sind die alle zu gebildet vielleicht? Funktioniert das hier in diesem Spiel so, dass nur dumme Leute auf Farmen arbeiten oder was? Das deckt sich eigentlich nicht mit der Realität. Aber hier wird auch schon was Neues gebaut. Not enough workers. 16 uneducated von 7. Aha, wir brauchen also tatsächlich uneducated workers. 9 Stück. Überall? Nee, er gibt auch well educated, aber das sind weniger. Okay. Interessant. Wahrscheinlich leben die nicht in Niedrigenergiehäusern. Keine Ahnung. So, das Abwasser staut sich hier. Das ist keine gute Entwicklung. Darum bauen wir mal noch ein lustiges Klärwerk. Am besten hier. Nicht so nah am Müll dran. Wenn eins mal reicht, aber eins sollte reichen momentan. Bob. So, siehst du, eins reicht. Not operating. Operating normal, ne? Siehst du. Na, siehst du, geht wieder. Geht wieder einigermaßen, obwohl es sieht nicht wirklich besser aus als vorher, oder? Nicht wirklich.
So. Das ist mal ein Friedhof. Naja, Michaela, falls du zuguckst, das ist, wie man hier die Parks baut. Man muss zuerst hier unten ein Parkgebiet umrahmen, wie ich das hier gemacht habe. Und wenn man das dann hat, dann kann man hier einen von diesen vier Parks bauen. Und man fängt damit an, hier mit dem Haupteingang und dann den Nebeneingängen, die werden dann freigeschaltet und hier werden so Gebäude freigeschaltet und die kann man hier an diesen Fußwegen platzieren. Und je nachdem, wie viele Sterne der Park hat, die er bekommt durch hier diesen Entertainment-Wert und durch die Besucher, die in den Park gehen. Also ich bräuchte jetzt Entertainment wäre geregelt, aber ich brauche noch ungefähr 1800 Besucher für den Park, damit die nächste Stufe freigeschaltet wird. Okay. So, und meine Güte, das sieht echt schlimm aus mit diesen Niedrigenergiehäusern. So ein bisschen Varietät wäre nicht schlecht hier. Ich meine, wenn man bedenkt, wo wir unsere Energie, also es sind ja keine fossilen Brennstoffe, die wir hier haben. Ne? Wir haben hier einmal so ein futuristisches Windrad. Und wo kommt die andere Energie her? Ah, von den Spektralenergietürmen hier. Also eigentlich bräuchten die gar nicht Energie sparen, weil das ist saubere und bauen hier noch mal ein paar Windräder vielleicht hin. 4 Megawatt, lohnt sich das überhaupt? 0 Megawatt, das lohnt sich nicht. Es ist saubere, erneuerbare Energie, also weiß ich gar nicht, ob wir das hier wirklich brauchen in dem Ausmaß. Also vielleicht sollten wir dieses Gebiet hier doch wieder rausnehmen. Ich meine, hier bauen die ja schon normale Häuser. Hier oben, bis dahin habe ich es ja nicht ausgeweitet, weil hier kommt ja dann vielleicht die Uni hin. Naja, gucken wir mal, was wir sonst noch für Probleme hier haben. Wie sieht der Verkehr aus? Hier, wo der ganze Industrieverkehr geht, da ist ein bisschen dicht, aber wie wir sehen, bewegt er sich noch. Haben wir diese Straße schon zu einer Vorfahrtsstraße gemacht? Ich glaube nicht. Das könnten wir nämlich noch tun. Das wird, glaube ich, dem Verkehr ein wenig helfen. Wo ist der Name von? Warum sehe ich den Namen von der Straße nicht? Wie heißt die Straße? Hat die Straße keinen Namen? What the fuck? Okay. Wie es scheint, hat die Straße keinen Namen. Ah, hier. Okay. Gut. Dann machen wir das mal zu einer Vorfahrtsstraße. Und weil wir eigentlich nur diese Kreuzung wollen wir nicht. Darum machen wir das wieder zurück. Und dann sollen die nur an der Kreuzung anhalten. So. Jetzt können die hier durchfahren. Und alles sieht schon gleich viel flüssiger aus. Meine Güte, das hat geholfen. Wow.
Bin beeindruckt. Okay. Coolio. So, haben wir hier unten immer noch Landfrauenmangel oder was ist hier los? Was wir auch machen könnten, ist das hier zum historischen Gebäude machen. Dann wird das nicht abgerissen und da wird kein neues hingestellt. Aber finde ich jetzt nicht so schick. Und die finde ich auch noch nicht alle, also alle nicht so schick, als dass das notwendig wäre. So, okay, das ist unsere kleine Stadt. Wir brauchen Gewerbegebiete. Okay. Was ist da hinten? Oh. Ach so. Haha. Das ist nicht hinter mir, das ist das Mikro. Haha. Ha, ha. Ja, da lässt sich leider nichts machen an der kleinen schwarzen Ecke, die ihr da seht. Das ist die Stange, an dem das Mikro ist. Goodie. Bada bing, bada boom. Bauen wir hier mal noch Stückchen Gewerbegebiet und damit das nicht allzu dröge wird, bauen wir hier eine Plaza. Das ist ein bisschen klein, ne? Ist das besser? Ja, nehmen wir mal das. Dann können wir hier nämlich noch so eine Statue hinstellen. Oder zwei oder drei. Zack. Zack. Und hier in der Mitte bauen wir gleich noch so drei kleine Kioske oder sowas. So. Sehr schön. Können wir uns irgendwas leisten? Ach, scheiße. gut, wir kriegen immer noch Plus hier, aber wie es scheint, habe ich Unlimited Money angeschaltet, irgendwann zwischendurch. Und habe mich darauf geachtet, dass ich das wieder rausnehme. Das heißt, wir spielen hier die ganze Zeit mit Geld, das wir gar nicht verdient haben. Das ist ja Kommunismus. Warte mal, ich speichere mal ab. Und dann laden wir gleich nochmal ohne das. So, da kann man hier nämlich in den Content Manager gehen und dann auf Mods. Und kann man hier verschiedene Sachen einstellen. Und ich habe Unlimited Money an. Das mache ich jetzt mal aus. So. Das war's schon. Und dann kann ich wieder das Spiel laden. Und täglich grüßt die Fehlermeldung. Warum ist das? Ich habe es soeben ausgeschaltet. Was soll die Scheiße? Ist immer noch auf unendlich. Was soll die Kacke? Warte mal. Okay, dann muss ich das eben gleich nochmal versuchen. Wenn es beim ersten Mal nicht klappt, sollen wir es nochmal versuchen. Okay, bis gleich. So, schauen wir nochmal. Mods. Unlimited Money. Okay. Versuchen wir es nochmal. Ich meine, hier ist kein Safe-Einstellung oder so. Also gehe ich mal davon aus, ich muss da oben das X drücken. Da. Das da. Und dann müsste er sich das gemerkt haben. Ja, hat er sich gemerkt. Okay. Wenn das jetzt wieder auftaucht, wenn ich das lade, dann liegt es nicht an mir. Wir bleiben gespannt.
Offenbar, wenn man das einmal einstellt, kann man das nicht mehr rückgängig machen. Okay. Das ist natürlich ätzend, aber ist auch nicht so schlimm, weil wir sind aus dem Gröbsten raus hier mit diesem Spiel und hätten sowieso genug Geld. Wir müssen nur ab und zu ein paar Mal warten, wenn wir Sachen bauen wollten. Aber brauchen wir jetzt auch nicht. Insofern bauen wir einfach eine schöne Stadt. Gut. Healthcare ist genug. Deathcare haben wir gar nichts. Ich habe doch hier. Ach so, ja. Das haben wir. Wir könnten hier noch einen zweiten Friedhof hinbauen, aber den bauen wir dann nicht direkt neben den ersten. Zack. Oh wow, was ist das? Jetzt haben wir Geld. Jetzt haben wir aber eine ziemlich unmögliche Zahl Geld. Oh, siehst du, jetzt geht's. Oh, wunderbar. Also man brauchte nur das Spiel ein bisschen laufen lassen und schon regelt sich das dann. 18.000, 19.000, siehst du, das kommt in etwa hin. Das heißt, wir können dann jetzt auf Child Care Center, also auf die Kinderkrippe. Zack. Und dann auf das Altenheim. Aber das wollen wir nicht wirklich ins Gewerbegebiet bauen. Das wäre ein bisschen ätzend. Auch nicht direkt gegenüber vom Friedhof. Das sind überall Friedhöfe. Wollen wir es an die Hauptverkehrsstraße? Dann können die wenigstens aus dem Fenster gucken und so ein bisschen teilhaben am Stadtleben. Ist irgendwie auch doof. Alles doof. Bauen wir es hier hin. Ne, da ist auch wieder ein Friedhof. Hier oben bauen wir eine Straße längs. So. Und da bauen wir das hin. Das Altenheim. Hier hin, genau. Was kostet das? 22.000. Okay, das haben wir ja dann bald zusammen. So, dann können wir hier schon mal die Straßen ein bisschen erweitern, weil wir brauchen jetzt schon wieder Wohngebiet. Da können wir ebenso gut hier was Schickes am Fluss machen. Es ist eigentlich schade um die Wälder hier, aber it is, wie es ist. Obwohl, die könnten wir eigentlich auch hier. Ich glaube, die Wälder hier oben, die lassen wir. Dann bauen wir hier die Häuser. Ist auch sofort, wenn man hier eine neue Kreuzung baut und das hier irgendwo anschließt, gibt es hier so ein Frowny, weil die Leute denken, ja, neue Kreuzung hier, wartet's. Nee, jetzt gerade nicht. Ja, neue Kreuzung, das heißt mehr Autos, das heißt, ich werde im Schlaf gestört. Nee. So, es ist nicht alles super gerade, aber muss es ja auch nicht sein. Es ist meine kreative Freiheit. Können wir hier nicht andere Distrikte hinbauen? Gab es nicht sowas wie European Suburban oder so? Probieren wir gerade mal aus. In Elizabeth Hills. Russia in Soviet Style, Modern City, European Suburbia. Das wollen wir nehmen. So. So, wo machen wir am besten Parks hin? Da in die Mitte, ne? Mitte ist immer gut für Parks.
In der Mitte entspringt ein Park. Okay. So. Was für einen Park bauen wir denn hier hin? Wir könnten zum Beispiel, warte mal, lassen wir das erstmal laufen, damit wir ein bisschen Geld kriegen. Ja, das reicht ja hinten und vorne nicht. Bin gespannt, wie das Suburbia aussieht hier. Können wir nicht mal eine andere Depth of Field, das ist European, das sieht sehr, nochmal auf Temperate, ich glaube, das sieht ein bisschen weniger giftgrün aus, ja, siehst du, geht doch. So, das ist European Suburbia, anscheinend. Ja, das sieht schon eher nach europäischen Häusern aus. Okay. Ah, Kirche. Kannst du Kirche leisten. Und eine Krokodil kämpft mit Hai-Statue. Ist das nicht wunderbar? Schon brauchen wir wieder Gewerbegebiet. Gewerbegebiet. Bauen wir das jetzt einfach hier unten? Ich meine, hier haben wir ja noch Industriegebiet. Das sind die Straße. Oder die Straße. Wo machen wir Gewerbegebiet hin jetzt? Wir könnten. Können wir das schon? Nee. Sonst hätten wir hierhin so ein bisschen. Warum fahren hier Schiffe rum? Habe ich schon Fischerei? Ja, habe ich tatsächlich. Okay. Cool. 4, ja. Können auch noch 3. 3 Jobs sind da auch noch. Hier könnte ich vielleicht Gewerbegebiet hinbauen, also ans Stirnende. Könnten wir noch ein paar Straßen reinbauen? Immer wenn man gerade was machen will, schafft man wieder einen Meilenstein. Busy Town. Okay, dann können wir bald auch die großen Gebäude bauen. Vielleicht können wir jetzt sogar Tourismus und Glücksspiel machen. Schauen wir mal. Wir können Tourismus machen. Sehr gut. Dann machen wir doch mal Tourismus hier auf dem Eck. Wer möchte nicht seinen Urlaub verbringen an diesem schönen Flussufer, wo die Fischerboote hin und her fahren und für ein schickes Panorama sorgen? Pleasant Park heißt die Gegend. Passt doch. So, und da bauen wir jetzt natürlich BAP Tourismus. Dieser Sonnenschirm symbolisiert Tourismus. Ja, und das ist der Tourismus von uns Zweien, wo man immer mit muss. Frei nach Trio. Und das Tolle ist, jetzt können wir hier nämlich auch quasi so Parkgebiete am Wasser bauen, wie zum Beispiel diesen Fishing Pier. Das ist kein Industrie-Fishing Pier, sondern da gehen Leute hin mit ihren Angeln und können da fischen. Oder hier Fishing Tours.
Da fährt man mit einem Kutter raus und kann vom Boot angeln. Oder hier Jetski-Rental. Jetski. Zack. Oder unseren kleinen Yachthafen für die Superreichen. Wo haben wir es? Ja, zack. Oder hier so ein Restaurant auf dem Wasser. Zack. So. Dann schauen wir mal, ob sich hier Hotels ansiedeln. Obwohl, ich glaube, das werden gar keine Hotels, weil das die geringe Dichte ist vom Gewerbegebiet. Ich glaube, das werden dann so Fischrestaurants und sowas. So. Mal gucken, was haben wir hier? Club Schatten. Das ist ein Club. Best Night Club. Auch Best... Nee, das geht nicht. Die können nicht beide Best Night Club sein. Das hier ist Second Best Night Club. So. Was haben wir hier? Your Choice Hotel. Hotel Haya. Sally's Souvenirs. Nochmal Hotel Haya. Da machen wir mal Hotel de Ville. So. Grand Hotel. Und nochmal Choice Hotel. Sind das beides? Nee, Your Choice Hotel und Choice Hotel. Nicht verwechseln. Ist eigentlich der Nightclub Happy Hamster. Okay, Happy Hamster kommt natürlich unter Denkmalschutz. Niemand soll den Happy Hamster abreißen. Tea and Biscuits Café. Café Paris. Simon's Souvenirs. Almost Five Star Hotel. Mit dem Namen natürlich Denkmalschutz. Swimming School. Coconut Water Limited. Coconut, ach so, das ist hier... Hier kann man rumsitzen und sich sonnen und kriegt dann Kokosnusswasser. Warum nicht? Iron Person Gym. Okay. Da kann man trainieren. Das sind so die Sachen, die man immer in Filmen oder in GTA sieht, in Los Angeles am Strand. Restaurant de Mare und The Crab Shack. Okay. Juice Bar. Okay. Ja, das haben wir uns eine Touristengegend, aber natürlich not enough educated workers. Brauchen... Ach, was ist hier los? Der Strom ist aus. Warum ist der Strom aus? Weil wir rumgeaßt haben. Weil wir gesagt haben, ja, unser ganzer Strom ist ja erneuerbar. Brauchen wir ja nicht sparen. Bauen wir hier mal ein europäisches Wohngebiet hin. So, also, was brauchen wir denn an, wir könnten hier eine Bücherei hinbauen zum Beispiel, die fehlt uns doch gewiss noch. Und das ist eine Elementary, Universität haben wir keine, eine Elementary brauchen wir auch, okay, die bauen wir dann hier mal hin, zack. Und wir können, glaube ich, noch immer keine, bis auf die teure hier hinten, die Deluxe-Universität, wir können keine Universität bauen. Also hoffen wir mal, dass genügend Gymnasiasten hier ausgebildet werden, damit das Tourismusgebiet hier, das wunderschöne. Weißt du, wir nennen das National Lampoon's Vacation. Das Gebiet. So. Sehr gut. Ist auch direkt hier am Park. Das passt eigentlich ganz gut. Was wir hier noch reinbauen könnten in den Wald, allerdings damit
wäre so ein Wahrzeichen. Allerdings, damit machen wir dann die Bäume kaputt, ne? Und wir haben auch gar kein Geld für irgendwelche Wahrzeichen. Doch, wir können den Fanzonenpark bauen, aber das muss jetzt nicht sein. Das können wir noch später. So, hier fehlt Wasser. Dann bauen wir doch mal einen Wasserturm. Aber nicht allzu nah an den ganzen stinkigen Industriesachen. Sondern hier vielleicht. Reicht das? Ja, es reicht. Und hier, warte mal, das ist doch ideal. Das ist doch super. Und bauen noch ein kleines. Eine kleine Kläranlage hier. Zack. So, ich sehe, wir haben auch schon wieder eine halbe Stunde. Meine Güte, die Zeit fliegt ja, wenn man ständig neu laden muss. Okay, dann ja, bis zum nächsten Mal. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann liked es doch und schreibt einen Kommentar. Okay, bis zum nächsten Mal.